In diesem Video erfahren Sie, welche Arbeitsschritte und Werkzeuge notwendig sind, um die Qualität Ihrer Profinet-Installation zu überprüfen und zu dokumentieren. Profinet ist ein Ethernet-basiertes Kommunikationsprotokoll. Die Teilnehmer kommunizieren parallel und unabhängig voneinander. Profinet verwendet ein geswitchtes Medium mit 100 Megabit Vollduplex. Gleiche Informationen sind daher nur Punkt zu Punkt verfügbar. Zudem kann die Netzwerkausdehnung von der visuellen Wahrnehmung abweichen. Im Verlauf der Inbetriebnahme ist sowohl die Verkabelung selbst als auch die korrekte Kommunikation der installierten Profinet-Geräte und die Netzwerkauslegung zu überprüfen. Im Verlauf der Abnahme sind die Inventurübersicht wie auch die Netzwerktopologie zu dokumentieren. Es wird empfohlen, den Gesamtzustand nach erfolgreicher Inbetriebnahme als Referenz für den laufenden Betrieb und spätere Wartungsarbeiten zu dokumentieren. Sie erhalten einen Überblick, mit welchen Werkzeugen und Anwendungen diese Arbeitsschritte einfach und zeitsparend durchgeführt werden können. Der NetExpert 1400 ist eine Komplettlösung zur Qualifizierung von Verkabelungen und zur Fehlersuche von im Betrieb befindlichen Netzwerken. Er testet und dokumentiert schnell und einfach, ob eine Verkabelungsstrecke für den Betrieb bis 1 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3 geeignet ist. Dadurch erhält der Betreiber eine Gut-Schlecht-Aussage, unabhängig nach welcher Kategorie Kabel oder Stecker installiert wurden. Basierend auf dem IEEE 802.3 Standard testet der NetExpert 1400 mit echten Daten und prüft mit einem Bitfehlerratentest, ob 100 Megabit oder 1 Gigabit fehlerfrei übertragen werden können. Zusätzlich werden Parameter, die die Signalqualität beeinflussen können, ausgegeben. Diese sind das Signalrauschverhältnis und die Laufzeitdifferenz. Ein vollwertiges TDR ermittelt die Kabellänge und die Entfernung zur Störstelle. Die Durchgangsprüfung aller 8 Adern und Schirmung wird in einem farbigen Verdrahtungsplan angezeigt. Fehler wie Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Vertauschungen und Split Pairs werden übersichtlich dargestellt. Der NetExpert 1400 speichert die Ergebnisse und erstellt zudem farbige Protokolle für die Dokumentation der Verkabelung. Solche Profinet-Installationen effizient und zeitsparend zu überprüfen und zu dokumentieren, kommt die Softwarelösung TH-Link PC und TH-Scope zum Einsatz. Während der TH-Link PC als intelligenter Netzwerkagent mittels verschiedener Protokolle Zusatzinformationen vom Netzwerk und den Teilnehmern ermittelt, unterstützt TH-Scope im Weiteren die nutzerfreundliche Darstellung und Dokumentation dieser Informationen sowie die Integration in übergeordnete Anwendungen. Dieses unterstützt einen reibungslosen Betrieb der Anlage sowie eine zielgerichtete, zeitsparende Wartung und Instandsetzung im Bedarfsfall. Die Gerätekommunikation kann sehr einfach in der Topologieansicht überprüft werden. Hier werden die Teilnehmer übersichtlich mit dem aktuellen Status angezeigt. Über die Filtereinstellungen lassen sich weitere Informationen wie Art des Übertragungsmediums, ausgehandelte Bandbreite oder verlorene Pakete sehr schnell visualisieren. Treten zum Beispiel Paketverluste auf einer Leitung auf, kann in der Netzwerkstatistik überprüft werden, um welche Art von Verlusten und Problemen es sich handelt. Selektieren Sie dazu den entsprechenden Teilnehmer. Es werden nun portgranular Informationen, zum Beispiel über Auslastung und Paketverluste, angezeigt. In den weiteren Ansichten des TH-Scope stehen Informationen über die Häufigkeit von Diagnosen oder Ausfällen, Diagnosemeldungen oder Lastspitzen zur Verfügung. Neben der Information über die Kommunikationsqualität sind Informationen zu den einzelnen Teilnehmern, wie zum Beispiel Inventurdaten und Topologie, sowie deren einfache Dokumentation wichtig. Der TH-Scope zeigt Inventurdaten wie die Netzwerkeinstellungen bis hin zu den Bestellnummern wie Hard- und Firmware-Version übersichtlich an. Über die Druckfunktion wird die Topologie als Ganzes oder Teilansicht im PDF-Format gespeichert. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme kann der Gutzustand des Netzwerkes als Referenz gespeichert werden. So kann dieser zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Ist-Zustand des Netzwerkes verglichen werden, um mögliche Unterschiede und Fehlerquellen leichter zu identifizieren. Oftmals sind bereits kleine Änderungen, wie hier ein vertauschter Port mit Kontaktproblemen, Ursache für Paketverluste im Netzwerk. Weitere Informationen zu den Anforderungen im Rahmen der Profinet-Installation und Inbetriebnahme finden Sie auf unserer Webseite.